Bei der Veranstaltung Schweiß, Laktat und Rock'n'Roll ist es grundsätzlich darum gegangen, dass Musizieren, gerade in der Rockmusik, aber nicht nur in der Rockmusik, sehr, sehr beanspruchend ist, körperlich beanspruchend, wirklich körperliche Arbeit darstellt und dass das aber in der Musik oft unterschätzt wird, dass das oft überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, was für die Bewegungsausführung wirklich für eine Energie notwendig ist, was für eine Arbeit notwendig ist. Es wird immer nur auf das Klangerlebnis geachtet, wie gut ist die Musik, aber nicht eben die körperliche Komponente berücksichtigt. Und nachdem es ja doch viele Überlastungen gibt in der Musikwelt, viele dann auch völlige Einbrüche wegen Überbelastung, ist das doch ein Thema, das nicht unrelevant ist, glaube ich. Also die Idee zur Studie ist damals entstanden, wie der Bassspieler und Sänger behauptet hat, er ist körperlich eigentlich wirklich gut beieinander, er ist sehr muskulös, macht aber eigentlich überhaupt keinen Sport. Das Einzige, was er tut, ist eben Kontrabass spielen, also musizieren. Und da haben wir uns gedacht, ja, vielleicht liegt es ja wirklich am Musizieren, vielleicht ist Musizieren ja doch irgendwie mit Sport vergleichbar. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dann einfach beim Musizieren einmal Sachen wie Herzfrequenz und Laktat mitzumessen und schauen, was da wirklich im Körper, in der Physiologie wirklich dahinter passiert. Am spannendsten war sicher, wie hoch Laktat- und Herzfrequenzwerte bei Schlagzeuger und beim Bassisten raufgegangen sind. Ich meine, wenn man sich die Werte anschaut und in Relation setzt zu diesen Leistungsschwellen, zu den individuellen, waren diese Konzerte und auch Proben praktisch gleich belastend oder gleich beanspruchend wie intensives Ausdauertraining, wie wirklich intensives Training im Sport.